Der Sommer kommt und damit auch die Gartensaison. Nur meine Gartenhütte ist noch im Winterschlaf. Die will ich wieder fit machen und das ohne Geld für Geräte auszugeben. Man sieht es, das Dach muss dringend erneuert werden. Eine Menge Arbeit, nur leider fehlt mir das passende Werkzeug. Ich besitze weder eine Bohrmaschine, noch eine Leiter, noch eine Säge. Es soll aber einen Weg geben, das trotzdem hinzubekommen und zwar völlig kostenlos. Klar, bei meinen Eltern liegen all die Geräte im Keller, aber wozu soll ich mir eine Leiter oder eine Säge kaufen? Mal abgesehen davon, dass ich gar nicht wüsste, wo ich all das Zeug lagern soll. Muss ich heutzutage auch gar nicht mehr. Was früher selbstverständlich war, wird langsam wieder zum Trend. Ich leihe mir die Geräte einfach bei Freunden, Nachbarn oder sogar Fremden. Und dazu muss ich die Leute nicht einmal persönlich kennen. Die App Why Own It macht es möglich. Das heißt so viel wie Warum es besitzen, die Botschaft lieber leihen statt kaufen. Wer etwas verleihen möchte, stellt ein Foto davon online. Auf einem Radar kann ich dann sehen, was die Leute in meiner Nachbarschaft verleihen. Und je mehr Menschen mitmachen, desto größer wird das Angebot. Für mein Gartenhaus benötige ich eine Leiter, eine Säge, einen Bandschleifer, eine Bohrmaschine und einen Werkzeugkoffer. Diese Dinge suche ich jetzt hier in der App und kontaktiere dann die Besitzer und schau mal, ob ich die direkt abholen kann. Und alles, was ich brauche, ist verfügbar. Nachdem ich die Termine abgestimmt habe, mache ich mich auf den Weg, um das Werkzeug abzuholen. Außerdem will ich wissen, warum die Leute da überhaupt mitmachen. Klar, mittlerweile wird fast alles geteilt, das Auto, die Wohnung. Warum also nicht auch der Hausstand? Mal ehrlich, wenn man sich vor Augen führt, dass eine Bohrmaschine im Durchschnitt in ihrem Leben nur 13 Minuten genutzt wird, dann macht es doch tatsächlich gar keinen Sinn, sich so ein Gerät selber zu kaufen. Und teilen spart nicht nur Geld, es ist auch sozial. Das denkt auch Arnaud. Der wohnt hier, ist mein erster Kontakt und hilft mir mit einer Bohrmaschine aus. Völlig kostenlos. Arnaud, warum machst du das? Warum bietest du deine Bohrmaschine fremden Leuten an? Naja, weil ich bin eigentlich hier neu und das ist eigentlich eine Art und Weise, um die Leute kennenzulernen in der Nähe. Und hast du nicht Angst, dass das kaputt geht oder die Leute das schlecht behandeln oder vielleicht es klauen? Also bei meiner Bohrmaschine nicht. Und ich meine, hier sind wir in Deutschland und da sind die Leute ziemlich korrekt. Das liegt in die Kultur. Vielleicht würde ich das nicht so locker machen in Frankreich oder... In deinem Heimatland? Ups, in meinem Heimatland. Naja, wofür sollte ich eigentlich meine Bohrmaschine in meinem Schrank verrotten lassen? Und naja, wenn es jemand nutzen kann, dann mache ich es gern. Und genau darum geht es auch dem Erfinder der App. Ich treffe Philipp Glöckler. Der 30-jährige Hamburger hatte die Idee vor knapp 2 Jahren und konnte mittlerweile über 30.000 Mitglieder begeistern. Philipp, Why Own It ist so ein bisschen wie Nachbarschaftshilfe 2.0. Oder was ist die Idee dahinter? Wir möchten, dass man die Alternative zum Konsum sein. Wir möchten die Leute sein, die Adresse sein, wenn man etwas kurzfristig haben möchte, aber es nicht besitzen möchte. Ich habe letztes Jahr überhaupt nichts gekauft, außer Lebensmittel. Und habe mir alles ausgeliehen. Also von dem Snowboard zur Gitarre, zu Büchern, alles, zu Werkzeug. Wirklich alles. Und das hat für mich super geklappt. Es ist natürlich nachhaltig, Produkte auszuleihen, Produkte zu mieten und nicht immer zu konsumieren, aber es ist auch ein sozialer Aspekt, der wahnsinnig wertvoll ist. Die App kann kostenlos genutzt werden und dank der Nachbarschaftshilfe komme ich meinem Ziel Stück für Stück näher. Ich habe alle Geräte bekommen und keinen Cent dafür ausgegeben. Lediglich das Material musste ich kaufen. Für die Arbeit macht das keinen Unterschied und ja, ich gebe es zu, es ist ein tolles Gefühl zu werkeln. Wenn man bedenkt, dass ich sonst meist am Schreibtisch sitze, komme ich mir gerade wie ein Handwerker-Profi vor. Es war ziemlich anstrengend, aber die Arbeit ist geschafft. Das Häuschen hat ein neues Dach und ein bisschen frische Farbe, der Sommer kann kommen und das Beste, bis aufs Material, war alles kostenlos. Im Baumarkt hätte ich für die Miete der Geräte knapp 50 Euro gezahlt und den Werkzeugkoffer sogar kaufen müssen. Die moderne Nachbarschaftshilfe via App ist eine super Alternative. Ich spare Geld, schone die Umwelt und lerne nebenbei noch nette Leute kennen. Und das Ergebnis, das kann sich doch sehen lassen. Hallo, so sieht man sich wieder auf unserem Sat.1 Frühstücksfernsehen-Kanal. Hier unten können Sie ein paar nette Kommentare abgeben. Und hier können Sie gleich das nächste Video klicken. Oder was richtig Wildes machen, den ganzen Sat.1 Frühstücksfernsehen-Kanal einfach abonnieren. Yeah, viel Spaß, wir sehen uns.